Ich bin Nico. Und ich bin sexy. Aber nicht sportlich. Noch nicht. Denn jetzt fahre ich von Oldenburg nach Berlin mit dem Rad. Über Bremen, Hamburg und dem Elbradweg geht es in die Hauptstadt. Denn dort werde ich mich von einem Hochhaus stürzen. Aber vorher probiere ich noch andere Sportarten. Seht selbst. Hallo, ja, ich bin gerade entostet und darum habe ich auch ein Pferdegedicht für euch, denn ich war gestern beim Voltigieren, habt ihr bestimmt gesehen. Es verzehrt das Pferd, entostet, das kostet. Mein Esel hingegen, gemütlich, mit wenig begnügt sich. Und ich kann euch zeigen, wo ich jetzt fahre. Und zwar auf der Karte ist das hier von Tostedt ins Großstadtgetümmel Hamburg. In Hamburg werde ich Ultimate Frisbee ausprobieren, Frisbees werfen, mal gucken, ob ich das noch kann, das habe ich das letzte Mal als kleines Kind gemacht und mich erwartet irgendwas mit Schlafplatz, noch weiß ich nicht genau was, wir werden es sehen. Ich wittere Großstadtluft. Also Nico, tret in die Pedalen. Jetzt bleibt mir doch noch die Luft weg. Leider nicht vor Anstrengung, sondern im Reifen. Offenbar habe ich mal wieder einen Papst in der Tasche. Eine Fahrradwerkstatt. Da bin ich. Ich habe das Ventil doch kaputt gekriegt. Ich muss glaube ich in die Tasche nehmen. Das Ventil war verbogen, es war wieder gerade gebogen und deswegen hat er es dann nicht mehr richtig geschlossen. Nicht? Sollten blöde Menschen Fahrrad fahren? Ich weiß es nicht. Ich danke Ihnen ganz lieb. Wieso Fahrrad fahren? Ja, wenn Oder ich... nichts mit. Es ist mir irgendwie peinlich. Ach so. Ne? Ja. Das passiert anderen Leuten auch, dass dieses Ventil verbiegt beim Pumpen. Und dann schließt das nicht mehr richtig, wenn es verbogen ist. Und dann kann man die Dichtung nicht mehr zumachen. Und dann kommt die Luft dann nachher wieder raus, ja. Gut. Super. Was schulde ich Ihnen? Nichts. Danke. Dann kann es so weitergehen. Ja, erstmal regnet es ja, nicht? Muss ich durchnehmen. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Ja, bitte. Dann kann ich jetzt weiterfahren. Ja. Danke. Tschüss. Tschüss. Die Überraschung des Tages, einer meiner Sponsoren spendiert für Hamburg ein Hotelzimmer. Ganz ehrlich, ich bin froh über ein bisschen Ruhe. Knorke. Auf den letzten Drücker erreiche ich den Platz des SV Lockstedts. Ultimate Frisbee hört sich cool an. Wieder so ein Plastiksport, sag mal. Gibt's hier überhaupt eine Bundesliga?
Ja, wir haben erste, zweite und dritte Bundesliga und unser Team spielt seit 10 Jahren in der ersten. Ultimate Frisbee, was ist das überhaupt? Das ist ein Teamsport mit Plastikscheibe, aber nicht so eine Kinderplastikscheibe, sondern ein richtiges Sportgerät. Das ist ein richtiger Sport, den es auch international gibt. Ein paar aus unserem Verein waren gerade auf der Weltmeisterschaft in Japan. Und wir trainieren das in Hamburg seit fast 30 Jahren. Also insgesamt ist es in Hamburg seit 30 Jahren. In unserem Verein machen wir es jetzt seit 12 Jahren. Und wir haben 6 Mannschaften und 5-mal die Woche Training. Eine ganze Menge. Hinter uns sind jetzt Anfänger. Ja. Ich darf da auch mitmachen. Wie sieht denn der richtige Sport aus? Der richtige Sport ist auf einem Feld, das ist so lang wie das Ganze, was du hier siehst. Also es ist so lang wie ein Fußballfeld, aber nur halb so breit. Und es ist ein ziemlich schneller Laufsport, weil wir ja mit der Scheibe vor allem auch schön lang werfen können. Das heißt, man hat eigentlich immer die Möglichkeit in die sogenannte Endzone. Das ist im Prinzip wie beim Football oder beim Rugby, also die letzten Meter vom Spielfeld über die ganze Breite. Da können wir eigentlich aus jeder Situation hinwerfen und wenn sie da vom eigenen Mitspieler gefangen wird, ist es ein Punkt. Dann habe ich auch mal Lust mitzumachen. Das heißt, wir müssen üben, von da die Scheibe zu kriegen, das ist der einfachste Wurf, und dann in die andere Richtung weiter zu spielen. Was war das denn heute für eine Radtour? Regnerisch auf der einen Seite, sehr nass. Alle Radfahrer, die draußen waren, waren sehr nass. Ich auch, meine Leinschuhe haben die ganze Sache gemacht. Aber auf der anderen Seite habe ich einen Unfall gebaut. Bin vollkommen auf den Boden geklatscht, mit dem Hinterreifen ausgerutscht. Das hat meine Fahrradtasche, eine der Fahrradtaschen gecrashed. Die ist leider kaputt. Und vorher hat es auch noch einen Platten gegeben. Ja, den hat es auch noch gegeben. Und dann hat es in Hamburg eine Bombenentschärfung gegeben, die du umrunden musstest. Es war ein sehr actionreicher Tag, was den Weg angeht. Okay, aber dann. Okay, dann kam aber noch die Überraschung hier in Hamburg. Ich habe einen Schlafplatz bekommen. Hier in diesem Hotel darf ich die nächsten 2 Tage übernachten, was mich sehr froh macht, denn die Schlafplatzsuche in den letzten 2 Tagen hat mich sehr, sehr, sagen wir mal, mürbe gemacht. Okay, aber dann hast du es ja heute Abend noch auf die Reeperbahn geschafft, einmal hoch, einmal runter, interessante Eindrücke gewonnen. Ja, also ich weiß, wo ich mein Geld anlegen kann. Und gibt es da noch andere Ideen? Wie wär's denn mal mit einem Tattoo? Ja, ich habe auch so überlegt, meine Mutter würde es sehr gerne sehen, wenn ihr Kind Tattoos tragen würde. Also meine Schwester erlaubt sie es. Oder ich glaube, dass sie es ihr erlaubt. Und ich glaube, sie hat kein Problem, wenn ich mir irgendwie Frauennamen auf die Füße tätowieren lasse. Ich kann mir es auch sehr schön vorstellen. Ein schöner Anker, da mit Linda drauf oder vielleicht sogar Anja. Also ich würde mich sehr freuen. Wir sind gespannt, was morgen passiert. Und ich wünsche dir jetzt eine gute Nacht. Schlaf gut, Nico. Du auch.